Das Warten hat ein Ende. Da will eine der heißesten Kisten des letzten Jahres raus. Der Erfinder des Automobils schlägt diesmal erbarmungslos zu. Liter V8, 571 PS, 317 Spitze. Das ist der Mercedes SLS AMG Flügeltürer. Der legendäre Enkel des Originals aus den 50er Jahren. Und damit ist Mercedes endlich wieder bei den Supersportwagen vertreten. Und wer 177.310 Euro auf dem Konto hat, kann den Kampf aufnehmen gegen Porsche Turbo, Lamborghini Gallardo und Co. 1,25 Millionen Testkilometer wurden absolviert und 15 dieser wunderschönen Karossen blieben dabei auf der Strecke. Was freue ich mich jetzt auf die erste Ausfahrt hier rund um San Francisco und auf dem Laguna Seca Racetrack hier in Kalifornien. Also den Mercedes Flügeltürer Jahrgang 2009, ein paar Monate vor der Markteinführung mal exklusiv fahren zu dürfen hier in Kalifornien, das ist schon einer der schönsten Tage in meinem Autotesterleben, das gebe ich gerne zu. Und das heißt etwas bei über 500 getesteten Fahrzeugen. Der SLS AMG ist die erste Eigenentwicklung der Affalterbacher Mannschaft. Der hauseigene V8 mit dem Kürzel 6,3 leistet im SLS 571 PS und bärige 650 Newtonmeter Drehmoment. Beschleunigung von 0 auf 100 in 3,8 Sekunden. Spitze 317 km/h. Zu guter Letzt ist die Frage natürlich berechtigt, was braucht so ein PS-Monster eigentlich Sprit? Wir haben es tatsächlich geschafft, hier bei ganz normalen Fahrten in Amerika, wenn man sich ans Tempolimit hält, sogar unter den Normverbrauch zu kommen. 12,9 Liter, das war unser Bestwert. Und da muss man wirklich mal sagen, das ist ein effizienter Sportwagen. Wir haben übrigens am Rande dieser Fahrvorstellung in Kalifornien aus AMG-Quellen gehört, dass die gesamte Jahresproduktion 2010 bereits ausverkauft ist. Davon können andere Luxushersteller nur träumen. Bentley zum Beispiel. Bei den Engländern geht es zurzeit im Sturzflug bergab mit den Zulassungs- und Verkaufszahlen. Und Bentley kontert der Krise auf eigene Art mit dem schnellsten Serien-Bentley aller Zeiten, dem Continental Supersports, den uns jetzt Patrick Simon vorstellt. James Dean kam nur ein paar Meilen hier entfernt von San Jose ums Leben in einem Porsche. Aber ich bin mir ziemlich sicher, heute würde er einen SLS AMG fahren. Er würde sich vom Design her an die 50er Jahre erinnert fühlen. Dieser fette Grill mit einem riesigen Zeichen, diese unendlich lange Motorhaube mit den Finnen, die da eine gewisse Dynamik reinbringen, die riesigen Räder, vorne 19 Zöller, hinten 20 Zoll und natürlich das absolute Highlight, die Flügeltüren. All das würde ihn an die 50er Jahre erinnern, an seine eigene Zeit und natürlich ans Original, an den 300 SL. Einiges hat sich allerdings geändert seit den 50er Jahren. Die Motoren sind richtig groß geworden. Nicht 6,3, sondern 6,2 Liter sind genau genommen im SLS AMG. Und die Karosserie ist zum ersten Mal in der Geschichte von Mercedes und AMG aus Aluminium. 1620 Kilogramm wiegt der SLS nur. Das sorgt für ein gutes Leistungsgewicht und natürlich auch für Sicherheit. Innen herrscht absoluter Purismus und man merkt sofort, man sitzt in einem echten Sportwagen. Schalter, Hebel und Funktionen sind auf ein Minimum reduziert. Der Sportfahrer soll ja nicht abgelenkt werden. Das Wichtigste spielt sich hier auf der Mittelkonsole ab, zum Beispiel mit dem Starterknopf und dem Wählhebel für die Automatikprogramme. Alles andere wird hier über den Drehregler und das Display gesteuert, wie in jedem anderen Mercedes. Der Wählhebel für die Automatik soll an Flugzeugdesign erinnern, genauso die Lüftung.
steht er hier im Turbinenlook. Imposant der Blick nach vorne, nur zwei Rundinstrumente in edlem Silber und der Tacho geht bis 360. Der SLS AMG ist gut ausgestattet, die Aufpreisliste ist relativ kurz, die Materialien und die Verarbeitung sind ohnehin vom Allerfeinsten und Aluminium ist hier noch echtes Aluminium. Hören Sie mal. Das ist richtig solide alles. Und die Sportsitze, die sorgen für guten Seitenhalt, schnüren einen aber auch nicht ein. Nicht so prickelnd finde ich dagegen den SLS AMG von hinten. Irgendwie sind dem Designer hier die Ideen ausgegangen. Und dass er kein Raumwunder ist, das haben wir uns schon gedacht. 176 Liter sind wenig, aber ehrlich gesagt reicht es für ein verlängertes Wochenende zu zweit. Wer mehr transportieren muss, für den haben wir jetzt den König der Kombis. Die E-Klasse als T-Modell, als bärenstarken Diesel 350 CDI. Und den schauen wir uns jetzt an. Showdown in Kalifornien. Der SLS AMG will nicht nur auf den Boulevards glänzen, sondern auch auf den Rennstrecken dieser Welt. Der trockene Asphalt von Laguna Seca bietet dafür eine würdige Kulisse. Knapp 5 Kilometer Berg- und Talfahrt rund um einen ausgetrockneten See. AMG hat rund 8000 PS mit hierher gebracht, nach Laguna Seca, diese legendäre Rennstrecke. Hier fährt die MotoGP, die ALMS und hier in der Boxengasse ist es richtig idyllisch. Grüß Gott. Hallo. Einmal Achterbahnfahrt mit 571 PS, bitte. Gerne. Ich habe Sie auf den Slot um 2.30 Uhr gesetzt. Sehr gut. Was brauche ich? Sie müssen nachher sich draußen in der Boxengasse einen Helm holen, sich ans Auto begeben und dann geht's los. Und wer erklärt mir so ein bisschen, wo es lang geht? Das erklärt Ihnen meine Kollegen von AMG und Sie fahren dann hinter dem Bernschneider hinterher. Bernschneider, Rekordchampion der DTM. Mal schauen, ob Sie dranbleiben. Darf ich auch mit Herr Rother, ich rutsche gerade in eine Lücke. Darf ich auch mit in den E-Style? Darfst auch mit in den E-Style, wenn du den Helm willst. Das ist ein uraltes Klischee. Schöne Frau, schönes Auto. Wer profitiert davon eigentlich mehr, das Auto oder die Frau? Musst du mir sagen. Ich habe heute sehr viele neidische Blicke mit diesem Auto geerntet. Und alle haben sich gefragt, warum fährt der Typ auf dem Beifahrersitz nicht und warum fährt dieses Mädel da? Ist es eher ein Frauen- oder eher ein Männerauto, der SLS? Ich finde, der ist ein perfektes Frauenauto eigentlich. Also der fährt sich super leicht auch und sehr schnittig, sehr wendig. Und ich sehe zwar die Straße nicht unbedingt so richtig viele, was aber an meiner Körpergröße liegt. aber ich mag den, der ist richtig sexy und man erntet viele Blicke. Du sag mal, du kommst ja viel rum in der Promi-Welt. Für welchen Prominenten wäre dieses Auto geeignet? Wen kannst du dir vorstellen? Würde ich da reinsetzen? Ich glaube, da kann ich mir so einen Nicolas Cage gut drin vorstellen. Er fährt gerne auch eine schnelle Nummer, ist sehr Rennsport begeistert und ich glaube, der hätte seinen Heidenspaß mit dem Teil. Okay, und welchen Promi willst du nie in einem SLS sehen? Paris Hilton. Es gibt Autos für die Rennstrecke. Und es gibt Autos für Supermärkte und Kindergärten, zum Beispiel Kia Carnival und Ford Galaxy. Wir schauen, wer der wirkliche Platzhirsch ist.